Es ist Freitag, es ist Zeit für die Community Time und heute heißt es Maurice Meinung. Ganz einfach, ihr gebt mir ein Thema vor auf Facebook und dann quatsche ich drüber. Und dieses Mal kamen wirklich viele sehr, sehr auch ernste Themen. Man merkt, dass ihr sehr informiert seid, derzeit ich euch mit den Nachrichten der Welt auseinandersetzt und darüber reden wollt. Christian zum Beispiel will darüber reden, wobei das, was Christian fragt, ist nicht wirklich eine Nachricht der Welt. Christian fragt, warum YouTuber mehr Geld kriegen für dumm in die Kamera glotzen als Pflegekräfte? Das ist natürlich, wie mein alter Mathelehrer gesagt hätte, ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Ne? Also zum einen gibt es natürlich YouTuber, die bei weitem nicht nur dumm in die Kamera glotzen. Und natürlich gibt es wenig Pflegekräfte, die dumm in die Kamera glotzen. Weil Pflegekräfte machen tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit und sind aber leider in einem Segment zu Hause, das oftmals staatlich gefördert und staatlich finanziert ist. Und der Staat ist halt kein großer Medienkonzern, der viel, viel Geld einnehmen kann. Wobei natürlich der deutsche Staat schon viel Geld einnehmen kann und ich der Meinung bin, dass man Pflegekräfte weitaus besser bezahlen müsste, als die jetzt im Moment bezahlt werden. Aber das kann ich leider nicht ändern. Aber natürlich, wenn zum Beispiel ein Konzern wie Google jede Menge Werbeeinnahmen macht über YouTube, schütten die natürlich das aus. Und die Frage ist am Ende immer, der Markt reguliert natürlich die Preise. Das heißt, bei YouTube zum Beispiel verdienst du ja nur Geld, wenn du wirklich richtig, richtig hart viele Views hast. Wir können ja mal gucken, dieses Video hat vielleicht am Ende 400, 500 Views. Man kriegt bei YouTube in etwa, wenn man Werbeanzeigen remonetarisiert, kriegt man grob pro 1000 Views 1 Euro vor Steuern. Das ist dann nach Steuern, entschuldigt, dass ich euch jetzt mit mathematischen Formeln so langweile, das ist dann nach Steuern ca. nur noch 2/3 davon. Das heißt 66 Cent bei 1000 Views. Dieses Video hat die Hälfte von 1000 Views am Ende. Das heißt, soeben habe ich 33 Cent verdient. Yay! Merkst du was? Gut. Niklas schreibt, was ist deine Lieblingsmarke in Sachen Schuhen? Oh, das ist wirklich schwer. Ich bin tatsächlich jemand, der verdammt viele Adidas-Schuhe trägt, aber ich mag auch Nike-Schuhe. Das Ding ist, für mich sind sie sehr unterschiedlich. Viele machen da ja keinen Unterschied. Für mich ist Nike tatsächlich eher so der klassische High-Top, etwas spezieller gestaltete, sehr schwere Schuh. Und die Adidas-Schuhe sind eher so leichte Schuhe. Das heißt, leichte Schuhe hole ich mir bei Adidas und etwas schwerere bei Nike. Aber es gibt auch ein paar Marken, die dazwischen so sind. Ich mag zum Beispiel Sommerschuhe von Jins und ich mag auch Sommerschuhe von Cats. Aber ich achte da gar nicht so sehr drauf. Was sind denn deine Lieblingsmarken, Niklas? Schreib's doch mal in die Kommentare. Vanessa, würdest du in eine WG ziehen? Ich lebe selber in einer WG mit 16. Vanessa, ich lebe in einer WG. Wir sind zu dritt und ich habe noch nie alleine gewohnt. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen langweilig. Nick, wohnst du eigentlich alleine? Ja. Seht ihr? Die Nick, die langweilt sich immer abends zu Hause. Deshalb hat die auch einen Hund. Denise, wie ist deine Meinung zum Thema Streik? In welcher Branche ist deiner Meinung nach gerechtfertigt zu streiken und wo nicht? Weil es wird ja immer wieder mal gestreikt, ob in Kitas, bei den Piloten oder bei der Deutschen Bahn. Meine Meinung zu Streiks ist erstmal grundsätzlich, dass ich ein großer Befürworter des deutschen Gewerkschaftssystems bin. In vielen anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, sind Gewerkschaften bei weitem nicht so mächtig. Es gibt aber auch Länder, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, da sind Gewerkschaften weitaus mächtiger. Und ich finde tatsächlich diese Balance, die sich in Deutschland gebildet hat, ziemlich okay. Ich finde es nur so ein bisschen schwierig, weil oftmals tatsächlich Branchen streiken. Jetzt nehmen wir mal Kitas zum Beispiel weg, aber zum Beispiel Branchen wie zum Beispiel die Luftfahrtbranche, explizit die Piloten, die sehr gut bezahlt sind, aber auch einen sehr schwierigen Job haben, die streiken auf meiner Meinung nach einem verhältnismäßig hohem Niveau. Das kann ich ganz oft meistens gar nicht nachvollziehen. Ich zum Beispiel als Medienkasper kann überhaupt gar nicht streiken. Ich bin weder in einer Gewerkschaft, noch geht das. Also so viel dazu. Aber grundsätzlich finde ich tatsächlich es gut, dass man streiken kann und dass das Ganze geregelt ist, weil sonst würden wir wahrscheinlich immer noch in einem Zeitalter der Industrialisierung leben mit 30 Hinterhöfen, wo jeder am Tag 20 Stunden arbeiten muss und kein Leben hat. Das finde ich eigentlich ganz gut. By the way, apropos streiken, ich glaube, dass der ein oder andere Google-Mitarbeiter auch gerne mal streiken würde, weil die arbeiten 20 Stunden am Tag. Anderes Thema. Lulu, wie stehst du zum Thema Tierquäler? Ich finde die Frage total absurd. Wie soll ich dazu stehen? Glaubst du wirklich ernsthaft im Leben, Lulu, dass ich sagen würde, finde ich gut? Sollte man diese härter bestrafen oder was schlägst du vor? Sollte verbessert werden? Sollten Tiere deiner Meinung nach immer noch als Sache im Gesetz stehen oder als eigenständiges Lebewesen? Ich finde die Bezeichnung als Sache tatsächlich ein wenig schwierig und grenzwertig. Und würde da schon tatsächlich plädieren dafür, als Lebewesen das zu bezeichnen, weil es sind Lebewesen. Aber das ist halt Amtsdeutsch und Gesetzessprech, das ist klar. Ich kenne mich tatsächlich nicht gut aus mit der Bestrafung von tierquälerischen, Vorgehen. I don't know. Darum, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin dafür, dass es härter bestraft wird, wäre das wahrscheinlich sogar richtig.
Aber ich weiß gar nicht, inwiefern es im Moment bestraft wird, weil ich mich damit nicht so auseinandersetze in Deutschland. Tatsächlich, wofür ich mich tatsächlich interessiere und was ich ganz schrecklich finde, ist halt die massive Ausnutzung von Tieren, zum Beispiel in der Pelzindustrie. Das findet aber in Deutschland tatsächlich nicht so sehr statt wie in anderen Ländern. Darum, im deutschen Bereich kenne ich mich damit nicht so aus. Mauri fragt, ich möchte gerne deine Meinung über Viva Con Aqua hören. Finde ich, ist eine fantastische Organisation. Und immer wieder, wenn die Möglichkeit da ist, es mal zu droppen, rede ich über Viva Con Aqua. Bestes Beispiel, erinnert euch vielleicht noch an die Ice Bucket Challenge, wo ich für Viva Con Aqua gespendet habe und ihr alle so toll mitgemacht habt, by the way. Da sind ja mehrere hundert Euro rausgekommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, wenn ihr irgendwann mal ein wenig Geld unterm Weihnachtsbaum zu liegen habt und euch denkt, kaufe ich mir jetzt eine neue Playstation, obwohl ich mit der alten Playstation immer noch Spaß habe, oder gebe ich mein Geld einfach mal guten Zwecken, dann gibt es doch Viva Con Aqua. Sarina, und damit die letzte Meinung. Deine Meinung zum Thema A Cappella-Musik im Radio. Sarina, also weder Nick und ich lachen jetzt noch, weil diese Frage Quatsch ist, sondern weil sie einfach so mega random ist. Und ich sagen würde, A Cappella-Musik im Radio finde ich ganz nett. Ich habe noch nie A Cappella-Musik im Radio gehört. Doch, wenn jemand zum Beispiel mal, die Backstreet Boys haben früher immer A Cappella kurz was singen müssen. Ja, das stimmt. Das war immer so. Ja. Vielleicht auch One Direction. Sarina, warum fragst du das? Ich stelle jetzt einmal eine Frage zurück und hoffe, du antwortest. Sarina, warum fragst du nach A Cappella-Musik? Bist du in einem A Cappella-Chor? Machst du A Cappella-Musik? Oder bist du einfach nur Fan der 90er-Jahre-Techno-Trash-Ikone Cappella und hast es gerade verwechselt mit A Cappella? Solltest du nach Cappella fragen, dann würde ich sagen, die mochte ich noch nie. Wenn du jetzt nicht weißt, wer Cappella ist, dann mach mal schnell bei YouTube Cappella. So, das war's. Wir können gerne darüber weiter diskutieren. Dann in den Kommentaren. Nicht vergessen, derzeitig läuft ja immer noch der San Francisco Vlog und ihr könnt euch hier zwei San Francisco Vlog, das ist ein bisschen missdeutlich, ihr könnt euch hier zwei Videos anschauen von San Francisco, beziehungsweise aus dem San Francisco Vlog, und ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Community am Time am Freitag und da werden eure Kommentare wiedergegeben. Ich freue mich drauf. Nicht vergessen, hier abonnieren, und jetzt mache ich ja Schluss, weil Nick muss sich jetzt in Ruhe schminken.